Einen Schauspieler als Präsidenten haben sie in der Ukraine schon. Jetzt könnte ein Rocksänger als Parlamentsabgeordneter dazukommen. Swjatoslaw Wakartschuk ist der bekannteste Rockmusiker der Ukraine. Seine neu gegründete Partei Die Stimme könnte es ins Parlament schaffen. Er möchte vor allem wirtschaftliche Probleme lösen. Stellt euch vor, ihr müsst nicht mehr daran denken, wie ihr die Nebenkosten eurer Wohnung bezahlen könnt, weil euer Lohn für ein gutes Leben reicht. Davon träume ich. Umfragen vor der Wahl zeigen eine andere neu gegründete Partei vorn. Diener des Volkes von Präsident Zelensky, benannt nach der gleichnamigen Fernsehserie, in der Schauspieler Zelensky den Präsidenten gespielt hat. Die Wähler könnten heute seiner Partei zur absoluten Mehrheit verhelfen. Wir wollen, dass es sich zum Besseren verändert, wie man halt so sagt. Wir wollen besser leben. In Politik und Wirtschaft muss man alles verändern, absolut alles. Eine pro-russische Partei um den Politiker Juri Bojko könnte auf Platz 2 kommen. Bojko war schon bei der Präsidentenwahl angetreten und hatte im russischsprachigen Osten damals mehrere Wahlkreise gewinnen können. Präsident Zelensky benötigt eine starke Mehrheit, um vor allem innenpolitische Reformen durchsetzen zu können. Deshalb hatte er im Mai das Parlament in einer umstrittenen Entscheidung vorzeitig aufgelöst und Neuwahlen angesetzt.